Wir kommen zum nächsten Video und zwar von Dominik. Aus Tiefphasen kommen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ihr denkt euch jetzt, Digga, warum reagierst du auf einen Tutorial? Ich muss sagen, ich hatte es schon öfters im Stream angesprochen, dass ich auch sehr oft so Tiefphasen habe. Deswegen interessiert mich das auch persönlich, dieses Thema. Und ich denke, dass das Video auch auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, weil es viele Leute gibt, die Tiefphasen haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. By the way, vielleicht habt ihr es gesehen, in dem letzten Video von Dominik habe ich mir das Buch von ihm bestellt. Das Buch Reality Check. Hier ist es. Und dieses Buch, ich habe jetzt mal angefangen, da reinzuschreiben und mir das anzugucken und so, finde ich eine sehr, sehr schöne Aufmachung, das Buch. Wollte ich euch nur als Feedback erstmal so zurückgeben. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr Interesse an diesem Buch habt, checkt gerne erstes Video ab, wo ich auf das Tagebuchschreiben reagiert habe. Da seht ihr, für was dieses Buch gut ist. Und ihr könnt es auch gerne bestellen. Kleine Werbung für ihn an der Stelle. Und ich würde sagen, wir springen jetzt ins Video. Let's go. Jeder kennt folgende Situation. Die Ernährung ist gut, die Sportroutine sitzt, man ist produktiv und man fühlt sich so, als würde man seinen Zielen endlich ein wenig näher kommen. Doch gerade als alles auf Kurs zu sein scheint, verpasst man einmal ein Training. Dann bleibt man einmal ein bisschen länger im Bett. Man greift zum Handy und ballert sich mit Kurzvideos zu. Ein paar Süßigkeiten haben auch noch niemanden geschadet und ehe man sich versieht, fallen einem die guten Dinge, die man vorher für sich selbst getan hat, immer schwerer. Man fällt aus den guten Gewohnheiten raus, passt dann einmal kurz nicht auf und schon schleichen sich Dutzende schlechte Gewohnheiten ein, die super schwer wieder wegzubekommen sind. Doch als man... Das habe ich so hart bei Videos gemacht. Ich habe Phasen, da knalle ich die kompletten Videos durch und komme super klar mit dem, ich jeden Tag uploaden ohne Probleme. Doch dann, wenn es einen Tag nicht klappt, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe oder ein Video gestrikt wird oder so, was leider bei Reactions bei mir oft passiert, dann komme ich so richtig aus diesem Flow instant raus und bis ich da wieder drin bin, ist ein geisteskranker Krampf. Sag ich so, wie es ist. Das fühle ich so hart. Und dann energielos, unmotiviert und zugegebenermaßen auch ein wenig ungepflegt in den Spiegel schaut, kommt die Realisation. Oh shit! Ich befinde mich in einem Tief. Ein Tief beschreibt einen Zustand, in dem man keinen Bock auf gar nichts hat. Die richtigen Dinge zu tun erscheint nahezu unmöglich. Der Frust, der daraus dann entsteht, befeuert diese Abwärtsspirale nur und das Ganze wird zu einem Teufelskreis, aus dem man wirklich schwer rauskommt. Die schlechte Nachricht, das ist normal. Mir selbst passiert das wirklich oft und jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, meinte, dass es bei ihm genauso ist. Wir werden also nicht aufhören, in diese Tiefs zu fallen, aber es gibt eine gute Nachricht und zwar, dass man sich da selbst wieder rauskriegen kann. Ich denke, ich habe... Das Ding ist... Ich denke, dass man sich aus diesen Tiefs nur rauskriegt, indem man sich dran gewöhnt, den eigenen Schweinehund zu besiegen und so Sachen einfach wieder, ohne über das Versäumte, sage ich mal, nachzudenken, einfach wieder sagt, weißt du was, ich habe es auch vorher die ganze Zeit gemacht, es hat die ganze Zeit geklappt, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach weiter, scheißegal, was an dem einen Tag war. Dann, ich glaube, so kommst du da raus. Ich habe mittlerweile ein Protokoll, welches dazu führt, dass ich aus diesen Tiefs schneller wieder rauskomme und dass ich diese Tiefs manchmal, wenn es gerade runtergeht, abfangen kann und sogar ganz vermeiden kann. Und das Ganze noch, bevor es zu so einer Abwärtsspirale wird. Das Ganze besteht aus 4 Schritten, die möchte ich euch in diesem Video gerne näher bringen, da sie mir wahnsinnig geholfen hat und ich hoffe, dass sie einem von euch auch helfen wird. Nummer 1 ist das Fundament. Das Fundament, um wieder mehr Motivation zu bekommen, die richtigen Dinge zu tun und die falschen sein zu lassen, ist, sich vor Augen zu führen, warum man das Ganze eigentlich macht. Bei mir persönlich ist es so, dass ich das regelmäßig vergesse und Tätigkeiten wie zum Sport gehen oder diese Videos hier zu machen zu einer Routine werden und halt selbstverständlich werden. Ich laufe dann auf Autopilot und diesen Sinn aus den Augen zu verlieren, ist bei mir auch meistens der Grund, warum ich überhaupt in so ein Tief falle. In meiner Erfahrung ist das Allerwichtigste, um kein faules Stück zu sein, eine klar definierte Mission zu haben mit einer klar definierten Motivation, um das halt durchzuziehen. Das hört sich simpel an, kann aber manchmal gar nicht so einfach sein. Was mir persönlich da immer am besten hilft, ist sich einfach hinzusetzen und sich mit mir selbst zu beschäftigen. Nicht in diesem Sinne. Spaß beiseite, ich muss immer all meine Motivation zusammennehmen und mich... Oho, was sehe ich da? Da ist das Buch von ihm.
Mashallah, Marco hat's hier, Marco kann direkt mitschreiben. Einfach hinzusetzen, um einfach ein paar Dinge aufzuschreiben. Was mir da immer hilft, sind diese... Die Sachen habe ich sogar schon ausgefüllt. Ich sag euch ehrlich, ich führe dieses Buch jetzt mal, bis ich's voll hab. Und dann können wir mal so ein Video machen, vielleicht irgendwann, wo ich einfach mal vergleiche. Zu dem Zeitpunkt, wo ich fertig bin mit dem Buch, in die Vergangenheit schauend, heute, wo ich das Buch angefangen habe. Weil ich muss sagen, da an dem Tag, wo ich das Video hier heute aufnehme, habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Fragen, die sind aus unserem Journal, die einfach auf ein Blatt Papier zu schreiben und sich ein paar Minuten zu nehmen, um die gewissenhaft zu beantworten, macht einen riesengroßen Unterschied. Die Bücher gibt's auch zu kaufen, aber wie gesagt, ich habe die Devise, dass alles, was jemandem helfen könnte, niemals hinter irgendeiner Paywall steht. Bei mir persönlich sind es dieses Mal zwei Gründe, die mir wieder Motivation geben. Erstens, so eine Reichweite zu haben, ist ein absolut riesengroßes Privileg. Ich will alles tun, was auch nur irgendwie in meiner Macht steht, um dem gerecht zu werden. Zweitens, ich will einfach Videos machen für mich damals, also für mein jüngeres Ich sozusagen, die mir damals geholfen hätten. Weil ich weiß, dass es halt die Chance gibt, dass es dem einen oder anderen da draußen helfen könnte, und das ist halt super inspirierend für mich, ich weiß nicht. Jetzt, wo wir vor Augen haben, was wir tun wollen und warum wir das tun wollen, gilt es, Systeme zu bauen, die halt eben sicherstellen, dass diese Schritte auch wirklich passieren. Motivation kommt bei mir persönlich immer circa um 3 Uhr nachts und ist dann am nächsten Morgen auch wieder weg. Also um sicherzustellen, dass man sich nicht darauf verlassen muss, haben mir folgende Schritte geholfen. Digga, nachts lebe ich, nachts bin ich motiviert. Nachts komme ich voran, das ist mein Ich. Ich bin mittags, sagen wir mal, ich habe noch so, wenn ich arbeite und mich auf Arbeiten einstelle, habe ich so zwischen 9 und 13 Uhr habe ich noch so einen Höhepunkt, sage ich mal. So ein Junge, jetzt Vollgas. Dann habe ich so 2 Stunden bis 15 Uhr vielleicht. Aber an manchen Tagen, wenn ich weiß, okay, zum Beispiel Freitag ist, dann habe ich auf Arbeit so von 13 bis 16 Uhr auch nochmal übel die Motivation. Da muss aber auch vieles mit einspielen. Wenn draußen geiles Wetter ist, so generell, wenn ich mich gerade wohlfühle, dann habe ich übel die Motivationskicks. Aber sobald ich irgendwie mich um so Sachen kümmere, die mir wichtig sind und so, kann ich einfach nachts viel mehr, bin ich so abgekapselt. Ich bin, keiner fuckt mich ab. Ich kann mich einfach um die Sachen kümmern, auf die ich Bock habe, auf die ich verdammt nochmal machen will in meinem Leben, ohne dass mich irgendjemand abfuckt. Ich kann Videos aufnehmen, ohne dass ich in Anführungszeichen mich drum kümmern muss, ob jetzt gleich jemand reinkommt und ich wieder Aufnahmen pausieren muss und den ganzen Krampf. Ich kann einfach das runterlabern, was ich sage. Ich kann streamen, solange ich will, und kann einfach zocken. Sowas. Das ist Motivation für mich. Was mein Leben in Sachen Produktivität wirklich krass verändert hat, weil es mir einfach mega geholfen hat, sind einerseits To-Do-Listen und andererseits ein Stundenplan. So wie in der Schule. Ich weiß, hört sich lame an, keine Angst, ich bin der Schule am allermeisten hasst, aber lass mich erklären. To-Do-Listen erklären sich von selbst. Ich schreibe da einfach jeden Tag 4 bis 5 Punkte auf, von denen der wichtigste am Anfang steht und auch so ein bisschen fett underlined ist. Was ich noch habe, ist die Google Kalender App auf meinem Handy. Da steht einfach mein optimaler 10 von 10 Tagesablauf drin. Der ist jeden Tag gleich, auch am Wochenende. Das dient einfach dazu, dass ich immer weiß, was ich zu tun habe, auch wenn ich mal nicht weiß, was ich gerade tun sollte. In der Schule oder in der Arbeit bekommt man immer ganz genau gesagt, was man zu tun hat. In der Selbstständigkeit oder bei vielen anderen Dingen ist es einfach nicht so, und damit hatte ich zumindest am Anfang wahnsinnig große Probleme, was dazu geführt hat, dass ich dann super oft prokrastiniert habe. Wenn ich die Struktur auch nur zu 30, 40 oder 50% einhalten kann, dann ist der Tag schon wesentlich produktiver als ein Tag. Digga, Marco ist fucking produktiv, und sobald ein Pfütze von dem geschafft ist, wo er sich über einen kompletten Tag vorgenommen hat und das am besten dann noch so ein Punkt ist, wo ich mich einfach geisteskrank feier, weil das so der Punkt war, der mich am meisten gestört hat, gehe ich erstmal in Xdeviant oder wie, ich kann das Game nicht aussprechen, und suchte mir das Leben aus dem Leib. Dieses Spiel bricht mich, aber ich liebe es.
ohne diesen Kalender, wo ich wirklich gar keinen Plan habe, was ich zu tun habe und mich nirgends festhalten kann. By the way, ich kann es nicht genug stressen, das ist mein optimaler, perfekter 10 von 10 Tag. Wenn ich in einem Tief bin, ist absolut unrealistisch, dass ich alles schaffe. Das ist meistens unrealistisch. Meiner Erfahrung nach kann man das auch nicht wirklich vom einen auf den anderen Tag ändern. Mir persönlich hilft es immer, wenn ich von mir aus auch nur eine gute Gewohnheit pro Tag mache, um einfach wieder ein bisschen Momentum zu bekommen und mich nicht so zu fühlen, als wäre ich ein hoffnungsloser Fall. Das hört sich jetzt irgendwie dramatisch an, aber das ist halt wirklich so. Bei mir ist es meistens Sport. Das mache ich schon länger, da kenne ich mich aus, da kann ich einfach hingehen und danach ist es halt immer nice. Und ich fühle mich dann so, als wäre ich halt kein kompletter Versager. Trotzdem versuche ich diese Struktur so gut wie es eben geht durchzuziehen. Und ich würde auch jedem von euch empfehlen, so einen Stundenplan zu schreiben. Es macht einfach super Sinn, weil man sich daran festhalten okay. kann. Schritt 3, Umgebung. Um das Implementieren von besagten guten Gewohnheiten zu fördern, ist es verdammt ratsam, seine Umgebung zu optimieren. Damit meine ich jetzt nicht umziehen, aber wenn man in so ein Tief oder in so eine schlechte Gewohnheit abrutscht, dann gibt es dafür meistens einen Auslöser oder eine Wurzel. Und die zu. Und deswegen, Marco, ist immer so, wenn nichts mehr geht, habe ich mir angewöhnt, irgendwas im Zimmer umzuräumen. Also ich liebe es auch. Ich liebe es einfach, mein Zimmer umzustellen, Setup neu zu machen, neue Verkabelung. So den ganzen Spaß. Ich finde das super, super geil. Und das holt mich dann immer wieder so raus. Und carried mich durch. Eliminieren ist viel einfacher als dagegen anzukämpfen. Beispiel Süßigkeiten. Ich versuche immer keine Süßigkeiten zu Hause zu haben. Das ist mit meiner Freundin zwar manchmal schwer, aber wenig Süßigkeiten zu essen ist viel, viel, viel schwerer als keine Süßigkeiten zu essen. Wenn ich ein paar Süßigkeiten esse, habe ich die nächsten paar Tage absolut Lust, Süßigkeiten zu essen. Bis ich dann ein paar Tage wieder es geschafft habe, dagegen anzukämpfen und dann habe ich einfach keine Lust mehr. Wenn ich jetzt eine kleine Menge essen würde, würde diese Lust wieder zurückkommen. Das ist mein Problem. Ich kaufe grundsätzlich auch keine Süßigkeiten. Aber dann kommt Ostern, dann kommt Weihnachten und du kriegst einfach tonnenweise Süßigkeiten und du willst ja nicht wegschmeißen. Das ist ja Verschwendung. Deswegen naschst du. Ja. Weil ich kaufe sonst echt keine Süßigkeiten. Ich hole mir ab und zu mal Chips. Weil Chips sind geil. Aber auch nur ab und zu. Deshalb ist es einfach viel einfacher, das ganz sein zu lassen. Ich versuche immer, meine Wohnung zusammenzuräumen und alle Sachen, die irgendwie schlechte Gewohnheiten triggern könnten, einfach zu eliminieren. Wenn ich mein Skript schreiben will... Seitdem hat er mit seiner Freundin Schluss gemacht. Nach dieser Aussage. Das wäre so ein Babasatz gewesen. Hätte er es rausgehauen. Liegt das Dokument offen auf dem Rechner. Den ganzen Tag, bis es fertig ist. Ich bin jemand, der sich in Sachen Social Media sehr wenig kontrollieren kann. Darum habe ich auf dem Handy Bildschirmzeit mit einem Code, den nur meine Freundin kennt. Social Media ist aber mein Job. Das heißt, ich gehe immer zu meiner Freundin, sage, hey, gib mir bitte den Code ein. Ich sehe ihn nicht. Dann poste ich und dann gehe ich wieder aus den Apps raus. So stelle ich halt einfach... Perfekt. Freundin ist im Urlaub, es werden keine Insta-Posts kommen. Sicher, dass ich die Apps eher als Produzent und nicht als Konsument nutze. Und es funktioniert für mich wahnsinnig gut. By the way, Handy auf schwarz-weiß zu stellen, mache ich jetzt seit ein paar Wochen, ist auch ein Gamechanger, weil es es einfach viel schwerer macht, das Handy zu benutzen und es geht einem einfach nach der Zeit auf die Eier und das ist positiv, weil dann ist man nicht so viel am Handy. Niemand benutzt unendlich Disziplin. Diese ist auch manchmal leer, die braucht man auf. Und seine Umgebung ein wenig smarter zu designen. Also ich sag dir ehrlich, ich werde es nicht tun, dass ich mein Handy auf schwarz-weiß schalte. Heilige Mutter. Macht einen viel größeren Unterschied, als den ganzen Tag zu versuchen, dagegen anzukämpfen. Ein Punkt, der mir auch hilft und den ich super oft anspreche, ist es, so gut wie möglich auf Stimulation zu verzichten. Ich persönlich merke bei mir immer, dass wenn ich besonders viel von diesen angenehmen, leichten Dingen mache, die eine super hohe Dopaminausschüttung haben und keinen Aufwand davor benötigen, mich das Ganze immer gut und gerne in eben solche Downphasen kickt. Klar kann man sich mal gönnen, aber wenn man immer nur diese Dinge macht, kippt die Balance und die schweren Dinge, die man auch unbedingt tun muss, werden fast unmöglich oder halt viel schwerer, als sie eigentlich sind. Wenn ich auf Kurzvideoplattformen unterwegs bin, killt das meine Konzentration für die kommenden Stunden. Wenn ich irgendetwas Lustiges mache, fällt mir etwas Langweiliges danach schwerer. Ein krasser Lifehack ist, für die Zeit, wo man produktiv sein will, so gut wie es geht, auf diese Dopaminquellen zu verzichten. Mir persönlich wird dann einfach hart langweilig, was dazu führt, dass ich Stimulation in Dingen finde, die mir sonst normalerweise keinen Spaß machen würden. Das führt dann darum, dass die Arbeit einfach leichter ist, weil... Digga, wenn du anfängst, weil dein Handy gesperrt ist und du keine Lust hast, zu deiner Freundin zu gehen, dass du dann anfängst, Shorts auf dem PC zu gucken.
Wenn es so weit gekommen ist, Junge, dann ist RIP. Skript schreiben auf einmal Spaß macht. Um das nochmal Bro-Science-mäßig zu erklären. Man hat eine Yo-Ich-Hab-Bock-Drauf-Linie. Videospiele kicken diese Yo-Ich-Hab-Bock-Drauf-Linie hier hoch, weil die halt richtig geil sind. Alle anderen Tätigkeiten, Skript schreiben, Sport, spazieren gehen, sind hier drunter. Wenn man die aber nicht hat, hat man diese normale Baseline, wo einem einfach langweilig ist. Und Skript schreiben, Sport, spazieren gehen, liegen über dieser super langweiligen Baseline. Was mir immer gerade... Oh, Momentum. Jetzt kommt FIFA. Was hilft, ist einfach mir bewusst zu machen, dass das Ganze ein Momentum-Spiel ist. In so einer Phase erscheint alles unglaublich überwältigend und ich denke dann immer alles zu Tode. Das Wichtigste da ist einfach wirklich seinen Kopf auszuschalten und einfach mit irgendetwas anzufangen. Ist schwer zu beschreiben, aber der Druck fällt so krass ab, wenn man sich ein bisschen in Bewegung begibt. Und diese Bewegung macht es dann auch leichter, in Bewegung zu bleiben. Was halt wirklich schwer ist, ist in Bewegung zu kommen. Auf dieser einen kleinen Gewohnheit kann man aufbauen, sobald man die in sein Leben bringt. Ein wichtiger Punkt ist auch, sich nicht selbst fertig zu machen, auch wenn man irgendetwas mal nicht schafft und einfach weiterhin versucht, ein wenig hinter seiner Komfortzone zu leben. Das ist mein Problem, dass ich ärgere mich so hart, wenn ich irgendwas nicht schaffe, dass es mich einfach demotiviert für die weiteren, weil ich einfach generell einen sehr hohen Standard für mich empfinde. Ich will mich menschlich verbessern, beziehungsweise für mich verbessern, und wenn ich sehe, dass es wegen dummen Dingen nicht klappt, triggert es mich. Verändern braucht Zeit und geistige Ressourcen. Es fühlt sich wirklich an wie ein Vollzeitjob. Die meisten negativen Dinge passieren auf Autopilot und die meisten guten Dinge nicht. Ein gutes Beispiel für Autopilot-Sachen sind sogenannte Holding Pattern Activities. Eine Holding Pattern Activity ist ein Konzept, welches ich mal bei Chris Williamson gehört habe. Das beschreibt einfach eine Tätigkeit, die wir gerade tun, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen oder wenn uns lang... Ich bin jemand, wenn ich nicht weiß, was ich gerade tun soll, ich stehe dann auf. Lauf einfach durch die Gegend. Geh aufs Klo, obwohl ich nicht muss. So hart. Langweilig ist. Sozusagen das, was wir auf der Toilette machen beispielsweise. Mir war das natürlich Social Media checken. Mittlerweile habe ich eben besagte Bildschirmzeit und somit fällt das weg. Wenn ich jetzt auf dem Klo bin, sorry für den grafischen Exkurs, sitze ich einfach da und mir ist langweilig. Dann tendiert mein Gehirn zu irgendwelchen Videoideen oder ich öffne die Notizen-App auf dem Handy und beginne Skript zu schreiben oder irgendwelche Videoideen aufzuschreiben oder was auch immer. Fun Fact, ich habe die Notizen-App jetzt auch dort, wo ich jahrelang Instagram hatte und ich habe halt immer noch diese Muscle Memory, dass ich das einfach öffne und somit, wenn ich wieder absolut auf Autopilot laufe und Instagram öffne, bin ich auf einmal in der Notizen-App, wo bestenfalls ein paar Videoideen steht und mein Gehirn beginnt bestenfalls zu arbeiten. Tiefphasen sind... Das ist halt sau smart und das wird bei mir niemals klappen. Absolut normal und menschlich. Niemand hat alles unter Kontrolle. Vor allem ich nicht, bitte denkt es nicht. Jedoch ist es trotzdem unsere Verantwortung, da wieder rauszukommen. Einerseits uns zuliebe, andererseits aber auch den Menschen zuliebe, die uns wichtig sind. Auch nach diesem Video werden wir beide sehr wahrscheinlich noch oft in solche Phasen fallen. Aber das Gute ist, dass man darin besser werden kann, da wieder rauszukommen. Und ich hoffe, dieses Video hat einen Teil dazu beigetragen. Vielen Dank fürs Zusehen. Mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace. Jeder kennt von... Sehr wild. Ey, ich finde es sehr geil, auch weil er so ein bisschen sich einfach da... Situation. Hallo, stopp! Weil er auch einfach sich als Person da sieht. Und das ist auch der Grund, warum ich es sehr genieße. Genossen habe, dieses Video. Ich finde es einfach krass, wie viele Leute das eigentlich betrifft. Weil, ich muss sagen, ich war nicht so wirklich... Man kriegt das nicht immer mit, ob andere wirklich so Tiefphasen haben. Entweder du kriegst mit, dass die Tiefphasen haben, indem du siehst, okay, keine Ahnung, bei denen geht's scheiße, etc. Oder du kriegst es gar nicht mit, was einfach bei den meisten der Fall ist. Und deshalb denke ich, dass das Video vielen Leuten helfen wird. Check gerne Dominik aus. Sehr, sehr nice.